Einen wunderschönen guten Abend. Ich muss das eben gerade rücken hier, meine lieben Butterblümchen. Ja, ich werde das Video zu später Stunde erst hochladen. Wir haben es nämlich jetzt schon 9 Uhr am Montagabend. Und ich sage euch jetzt mal was, meine Butterblümchen. Die Schusseline, ne, die fährt nämlich in ein paar Stunden in die Schweiz mit dem Zug. Und ich kann einfach nicht Ruhe. Ich habe keine Ruhe, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich habe euch irgendwas heute wenigstens noch mit auf den Weg gegeben. Ich muss das auch ein bisschen unter Kontrolle kriegen, weil ich habe das schon wieder so, dieses starke Bedürfnis, dass irgendwie ich wenigstens ein paar von euch jeden Tag irgendwie so eine kleine Freude mache. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn ich dann von euch höre, ach, ich freue mich immer, wenn du ein Video hochlädst oder so. Und ja, dann möchte man das natürlich auch weiterhin, also da möchte ich natürlich auch weiterhin euch eine Freude machen. Ja, und darum mache ich euch jetzt hier zu später Stunde noch ein spannendes Video. Und wisst ihr, worum es geht hier heute? Es geht hier heute darum, was entwickelt sich, wie entwickelt es sich mit euch beiden? Wie in dieser allgemeinen Legung, gucken wir mal, ich erzähle auch ein bisschen, dass du dich da reinfinden kannst oder eben nicht, ne? Damit du auch, was die Resonanz angeht, da so ein bisschen das überprüfen kannst. Und ja, wenn du eine persönliche Legung möchtest, ihr kennt es, der eine oder andere kennt es schon, dann spul vor. dann kannst du mich anschreiben über WhatsApp oder über meine Homepage. Die Daten dafür, die findest du unten in der Infobox hier, in der Beschreibung. Und, ups, es dreht sich schon was um. Und ja, dann kannst du mich, bitte keine Vorabinformationen, bitte keine Hintergründe. Ich möchte erst mal immer so selber schauen, ne? So, und jetzt wollen wir mal gucken, wie geht es mit euch weiter? Seine nächsten Schritte, den ganzen Zip und Zap wollen wir jetzt mal sehen. Oh, ich könnte auch die Tage mal wieder das große Blatt auslegen. Dann kann ich immer noch ein bisschen genauer beschreiben, das Ganze, weil hier haben wir ja immer nur so einen kleinen Blick ins Schlüsselloch, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, ich ziehe noch Klärungskarten, das weiß ich jetzt schon. Und jetzt schauen wir mal auf euch beide. Wie geht es denn weiter mit euch? Und überhaupt, was wir so rausfinden können. Naja, das ist ja heute nicht die Welt bis jetzt. Aber ich sage ja, ich habe gleich gesagt, ich ziehe noch Klärungskarten. So, hier kommt erstmal eine Veränderung. Mach dich auf einen Konflikt erstmal gefasst, meine Gute. Also als allererstes kann ich dir jetzt nicht sagen, es scheint die Sonne bis nach Buxtehude, sondern hier ist erstmal so ein kleiner Wandel und aber der muss sein, der Konflikt. Der ist nötig. Ich sage immer, ein bisschen Staub aufwirbeln, raus mit dem alten Staub. Ich gucke gerade mal, was ich. Ah, ich wollte mal gucken, ob ich meine Karten hier. Gut. Raus mit dem Staub, das muss hier, die Besen müssen mal geschwungen werden, sozusagen. Hier ist ja so ein Besen, ne? Und damit das auch alles wieder schön aufgeklärt und sauber ist und man sich auch wieder wohlfühlt, ne? Und mach dich auf was gefasst. Hier steht ein Konflikt an. Und ja, es geht hier um endlich mal hier festen Boden unter den Füßen zu haben. Guck mal das Haus, wie schön es hier steht. Das steht da so. Auch wenn du rausgehst einkaufen, dann weißt du, während du im Geschäft bist, das Haus steht garantiert. Da machst du dir keine Gedanken, oh, wenn ich gleich nach Hause komme, was ist, wenn das ganze Haus abgefackelt ist? Oder wenn das ganze Haus auf einmal vom Tornado weggefegt wurde. Ich meine, die Gedanken macht man sich eher selten beim Einkaufen. Darum dieses Innere, da geht es drum. Dieses innere Gefühl, okay, ne, das steht. Und ja, die Gefühle stehen auf jeden Fall. So, hier bei dem Konflikt, meine Liebe, der ansteht, da geht es um Vertrauen. Es geht darum, ja, sich zu öffnen, ehrlich zu sein, dem anderen ein offenes Bild zu zeigen von, Entschuldigung, die Stotterei, den anderen ein klares Bild von sich zu zeigen und mit nichts irgendwie hinterm Berg zu halten
Oder gar nicht zu sagen, irgendwelche Themen gar nicht anzusprechen. Hier haben wir noch einmal ganz klar Thema Sicherheit, was ich auch gerade gesagt habe, hier mit dem Haus. Also da geht es drum. Wir gucken gleich nochmal genauer hin. Keine Panik auf der Titanic. Um eben so. Aber wir haben hier auch die Lilien liegen. Und hier haben wir das aber in dieser Dreierkonstellation hier mit dem Mond. Also hier sind wirklich feurige Gefühle zwischen euch. Ich habe ja gesagt, ich will Klärungskarten haben. Das reicht mir noch nicht an Aussagen. Ich will hier noch einiges wissen. So, und was haben wir hier noch? Oh, und da haben wir es schon. Also, Thema. Rederei, Tratscherei, Diskussionen, angeregte Diskussionen, kleines Drama. Ne? Es steht etwas an, was aber wichtig ist. Mach dir da bloß nicht zu sehr Gedanken. Es muss sein, es ist wichtig. Ne? Das kann ich dir sagen. So, ich möchte jetzt hier mal noch eben ein paar Klärungskarten draufziehen. Ui, die fliegen. So, noch. Und zwar möchte ich gerne wissen, was genau ist denn in diesem Konflikt, in dem Streit, wie geht es denn dann weiter vor allen Dingen? Und vielleicht können wir auch noch mal sehen, was ist denn das Thema ganz genau? Vielleicht können wir noch mal irgendwie ein paar Infos kriegen über den genauen Grund oder zumindest ein bisschen mehr, sage ich mal. So. Ich hoffe, ihr seht nur alles. Ich halte die eh gleich noch in die Kamera. Macht euch, oder ich schiebe es ein bisschen höher. So. So, ah ja. Und in diesem Konflikt, ne, wo wir gerade drauf gelegt haben, es geht darum, dass er einfach ein bisschen mehr auch gibt, ein bisschen mehr entgegenkommt, ein bisschen mehr ja, dir auch das Gefühl gibt, dass du ihm wichtig bist, dass ihm die ganze Sache nicht eine Belastung ist oder dass er das nicht will, dass ihm das egal ist, sondern dir einfach so ein bisschen auch entgegenbringt, ne? Und das muss nicht, wer weiß, du verlangst jetzt nicht, dass er jetzt sich einen weißen Schimmel holt und bei dir dich hier von zu Hause abholt und sagt, komm, steig auf, meine Holde, Maid. Ne, wir reiten ins Glück gemeinsam. Ne, das verlangt ja keiner, die ganz großen Dinger, also, ne, sondern er soll keine Sterne vom Himmel holen, sondern er soll ganz, ganz kleine Gesten mal zeigen, die dir eben diese Sicherheit gibt, ne? Und ja, und das sind eben genau dieses auf dich, das ist eben da genau, wo die Zweifel sind und wo es nagt, ne? Und wo es aneinander reiben wird. Denn, pass mal auf, jetzt haben wir nämlich hier, tatang, tatang, ein Konflikt. Und es könnte auch eine weibliche Energie noch damit zu tun haben, ne? In diesem Konflikt. Für alle die jetzt da draußen, die in einer Dreiecksbeziehung sind, hier könnte es tatsächlich einen Konflikt mit der Dritten im Bunde geben. Ein kleines Drama. Ne? Sie möchte dann, es geht darum, sie möchte, dass er zurückgeht, zurückrudert und du möchtest natürlich, dass er ein bisschen aktiver wird, so wie ich das gerade erklärt habe. Ne? Und da steht dann in diesem Falle, falls es eine Dreiecksbeziehung ist, steht da dieser Konflikt an. Ne? Da kommt der Wandel, aber der ist nötig und wichtig. Für alle die, die einfach nur eben in einer unglücklichen Liebe, sei es mal in Anführungszeichen, sind und nicht jetzt bei sich in einen verheirateten Mann oder was weiß ich verliebt haben. Ne? Ihr wisst schon, in Dreiecksgeschichte. Ist es hier eine, geht es hier über Umwege zu diesem Streit? Und zwar über Umwege, ich beschreibe das mal so. Es könnte sein, was passen würde. Es könnte sein, ihr wollt euch eigentlich treffen, es geht um was ganz anderes, vielleicht wollt ihr irgendwo über was Bestimmtes reden oder einfach nur so eine Verabredung. Und dann entwickelt sich das Ganze aber zu einem Konflikt, es kommt irgendwas, verändert sich ein Wandel, es kommt vielleicht etwas auf den Tisch, ein Thema oder was weiß ich. Und das führt auf einmal zum kleinen Drama, was aber wichtig ist. Ich kann es nun immer wiederholen, du brauchst da keine Angst vor haben. Ne? Das ist, solche Sachen gehören zum Leben und sind wichtig, um ein bisschen die Luft zu reinigen. Ne? Und hier haben wir die Meerjungfrau der Sonnenfinsternis. Und jetzt guck dir die Karte an, mein Schnubbelhase. Guck mal hier. Machtvolle Energieverschiebung.
So, und das meine ich damit. Es müssen machtvolle, aber kleine, ne? Hier haben wir die Sonnenfinsternis, ja. Ne? Kleine Energieverschiebungen können aber auch zu ganz, ganz großen nachher führen. Ne? Deswegen sage ich, es ist aber manchmal wichtig, dass sowas passiert und lass das ruhig laufen, lass das ruhig fließen, damit die Energien sich auch verschieben können und das Ganze in den sicheren Hafen, der Anker sozusagen, hier liegst du drüber, ne? Die Zweifel noch daneben, habe ich ja vorhin erklärt. Und das Ganze auch hier sicher werden kann. Na, was soll man denn noch mal irgendwas ziehen hier? Ich habe noch was. Soll man noch mal irgendwas ziehen? Ja, ich gehe der Sache gerne auf den Grund für euch, meine Guten. Was haben wir denn Zeit? Oh, wir sind doch super in der Zeit. Ich bin ja heute richtig zicki-zacki unterwegs. Zicki-zacki. Ich mache aber heute ein kürzeres Reading. Deswegen mache ich das Ganze heute auch, sehe ich zu, dass ich im Fluss bin. Und wenn ich anfange zu reden, dann rede ich sehr viel und sehr, da muss ich es einfach raussprudeln lassen, ne? So bin ich eben. Also so fließt es bei mir am besten. Vertraut mir da einfach mal, ne? Sonst, ihr könnt das auch langsamer stellen, die Wiedergabe. Ja, okay. Komm, Spaß beiseite jetzt hier. Was kriegen wir denn noch für ein Thema zu dieser Liebe hier? Kopfchaos. So, und das hat er allemal, ne, wenn ich hier diese Verstrickung über Umwege, hier Kopfchaos, ne, dass wirklich wie die Schlange sich so irgendwo rum, Chaos im Kopf, totale Verwickelungen. Und da muss er aber durch. Da muss er jetzt durch. Es muss sein. Es geht, also er muss sich wirklich den Dingen hier stellen und damit das auch mal langsam hier wie die auf fruchtbaren Boden steht, hier wie die Störche hier, die brütet die Mutter, damit die Störche auch mal langsam irgendwann aus den Eiern sich da befreien und ins Leben und das neue Leben, das neue entstehen kann, ne? Ist es ja nun mal nötig, dass hier diese Diskussion, dass die was auf den Tisch kommt und dass das kleine Drama, wie ich es jetzt mal nenne, entsteht. Es ist einfach wichtig und sinnvoll. Und manchmal müssen diese Dinge halt sein. Na, wenn ich keine kriege, erzwingen. Die sind aber auch sehr glatt. Schwer zu mischen. Boah, jetzt, nein, Leute, also das war es jetzt nicht. Ne? Das ist halbe Deck. Das bringt nicht viel, Leute. Von heute. Leute, von heute. Die mische jetzt nur einmal hier. Und dann ist hier. Dann wollen sie nicht, dann will keine mehr, dann soll man es nicht erzwingen. Nein, ich merke das schon, da kommt nichts. Das hat keinen Sinn. So, dann mal hier noch, hier versuche ich mein Glück hier nochmal. Kriege ich noch eine Karte zu dem Thema Kopfchaos? Das denke ich mir ein Stück weit ist das bei euch beide, aber bei ihm denke ich besonders vertreten. So, jetzt zwischen euch die Karte noch eine. So, boah, zwischen euch. Schrabumsch, die drei Parzen, wie man in den Wald hineinruft. Und da kriege ich jetzt eine Gänsehaut. Und da möchte ich euch was ganz Bestimmtes sofort zu sagen. Und zwar geht es darum, achte darauf, dieser Satz, was man sät, das erntet man. Das ist nicht einfach nur so ein lapidarer Spruch, den man mal so raushaut. Hey, Karma is a bitch. Oder was man sät, das erntet man. Nein, es geht wirklich um hermetische, göttliche, universelle, wie auch immer, Gesetze, die für jeden und immer gleich sind. Und die wie so ein zur Erhaltung dieses ganzen Systems, nenne ich es jetzt mal, wichtig sind. Und es geht darum, es ist, was gibst du? Mit was für einem Antrieb machst du etwas? Ne? Ich sage ein Beispiel. Da geht eine alte Frau, die kommt kaum über der Straße und die Autos kommen schon schnell angefahren. Und jetzt kannst du dir sagen, oh, ich habe heute noch keine gute Tat getan. Ich bringe mal eben die alte Dame über die Straße. Und dann habe ich wieder einen Punkt auf meine Punkteskala, auf meine Pluspunkteskala im Himmel. So, ich kann das so machen, oder? Oh,
Die alte Frau, ich sehe die alte Dame, die wird womöglich gleich von dem Auto noch angefahren. Dann sind die Enkelkinder und Kinder von ihr mit Sicherheit sehr traurig. Und was, ne, so als, nur mal so als ihr wisst, was ich meine, das ist so ein beschränkter Vergleich jetzt. Aber ich habe mich jetzt da reingeredet, ich muss es jetzt zu Ende bringen. Also, ne, ihr wisst ihr aber grundsätzlich, was ich meine, auch wenn der Vergleich jetzt echt ein bisschen, naja, war, sag ich mal, nie so doll, ne, aber ihr wisst, was ich meine, aus was für, aus dem Herzen heraus, oh, ich möchte die, der, ich möchte ihr helfen, oder, ne, dann profitiere ich vielleicht, das ist auch noch mal ganz wichtig, ne, diese Dinge. Und wenn ich Liebe gebe, wirklich, dann kommt die auch zu mir, ne, das ist so. Aber wenn es mir schwerfällt und ich mich da abgrenze, weil ich Ängste habe oder, ne, dann ist es auch, dann hat die Liebe auch nicht viel Chance, so richtig in mein Leben zu kommen. Und ja, das sollte er sich übrigens auf die Stirn tätowieren, nach Möglichkeit. Vielleicht habt ihr mal die Gelegenheit. So, meine Lieben, das war jetzt ein kurzes Orakelchen für euch. Ich wollte das wenigstens noch machen, bevor ich fahre. Wir hören voneinander. Ich mache ein paar Fotos, die ich euch schicke. Ne, und drückt mir eure Däumkes alle, dass das gut klappt und gut läuft. Da alles. Und ja, wir sehen uns wieder. Bleibt gesund und munter. Ihr seid die wirklich die Besten. Ich hab euch alle lieb, Leute. Ihr seid toll, ehrlich jetzt. Tschüss!